Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 3. So. Alles gut. Alles geräumt. Wir sind ja mit Arya hier angekommen in ihrem Bunker. Shepard? Wollte eigentlich noch sehen, ob ich mit irgendwem reden kann, aber kann ich anscheinend eh nicht. Watcher. Alle Waffen werden ausgegeben. Es ist sinnlos, Ausrüstung zurückzuhalten. Das, wenn ich da reingehe. Ah, okay, das ist eh alles in sich verbunden. Los an die Arbeit! Wo liegt hier das Problem? Die Stromwandler haben Kurzschlüsse. Ich habe versucht, sie zu umgehen, aber das geht nicht. Wahrscheinlich liegen irgendwo auf Omega noch welche rum. Wenn Sie also auf ein paar Kiri-Wandler stoßen, bringen Sie sie hierher. Mal sehen, was ich tun kann. Kiri-Wandler, alles klar. Mal sehen, was wir finden können. Arya möchte mit Ihnen sprechen. Okay. Ja, hier können wir modifizieren, Panzerung ändern. Ach, ich gebe auf. Neue Wandler sind die einzige Lösung. Ruck? Ruck, bist du da? Ich schwöre dir, wenn du nicht gleich antwortest. Endlich! Wo bist du? Du weißt es nicht? Im Ernst? Sieh dir doch einfach die Pläne der Station auf deinem Universalwerkzeug an. Da ist Arya. Was meinst du damit, dein Universal? Sir. Commander, haben Sie mal kurz Zeit? Ja. Was ist? Ich wurde beauftragt, für mehr Kontrolle dieser Zentrale über die Betriebssysteme von Omega zu sorgen. Ich habe die Überwachung auf zahlreichen Decks gehackt, mich in verschiedene interne Kommunikationskanäle eingeklinkt. Aber mir sind Grenzen gesetzt. Es gibt Terminals in den Bereichen, die Cerberus kontrolliert und... Naja, wenn Sie darauf Zugriff bekämen... Wenn Sie diese Terminals finden, bekäme ich durch simple Eingabe eines Codes Zugriffsprivilegien und damit mehr Einfluss auf die Systeme der Station. Kann ich machen. Gut. Ich behalte hier alles im Auge und gebe Ihnen Bescheid, wenn meine Codes aktiviert sind. Danke. Kein Ding, mache ich gerne. Ist noch jemand hier, der mich helfen kann? Nee. Meint ihr, es ist für den... Meint ihr, es ist dem Batterianer schwer gefallen, mir zu sagen, was er braucht, damit ich helfen kann? Leite Systeme um. Es, wie sieht's aus? Alle Systeme funktionsfähig. Komplette Omega-Pläne kommen jetzt online. Hat sie gesagt, sie es? Aha, diese Kraftfelder, Shepard. Der General hat sie überall installiert. Ja, war zu erwarten. Er kontrolliert die Zugänge auf der ganzen Station. Was sind diese dunklen Bereiche? Viele Sektoren von Omega haben keinen Strom. Ich wette, er wird abgezweigt, um die Kraftfelder zu betreiben. Finden Sie die Quelle. Priorität 1. Und wir brauchen einen taktischen Überblick über sämtliche Cerberus-Stellungen. Wird erledigt! Shepard, es gibt Arbeit. Unsere Verluste waren beträchtlich. Wir haben keine Armee mehr, die groß genug für Cerberus wäre. Dann brauchen wir Verbündete. Passiert mir ständig. Wir wissen, dass es noch eine aktive Gang gibt. Die Talons widersetzen sich der Besatzung. Nicht meine erste Wahl, aber mehr haben wir nicht. Dann spielen wir mal Diplomat. Und wenn der aktuelle Anführer nicht will, dann eben der nächste. Verzeihen Sie die Störung. Was ist? Ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um Vorräte abzuladen. Als ich wieder hinsah... War sie weg. Naja, ich... Alles ist abgeriegelt. Sie muss ja irgendwo sein. Dieser Bunker hat geheime Zugänge zu anderen Bereichen der Station. Und leider kennt Nyrene sie. Verdammt, Bray, wenn ich nicht schon zu wenig Leute hätte. Konzentrieren wir uns darauf, die Talons an Bord zu holen. Ich treffe Sie am Ausgang der Waffenkammer, wenn Sie bereit sind. Lassen Sie mich nicht warten. Ja, alles gut. Na dann, brechen wir auf, ne? Ach, da kann ich sowieso nicht. Halt nach Steuerpulten Ausschau. Ich gleiche das dann mit meinen Stationsplänen ab. Viel Glück da draußen. Ist jetzt natürlich die Frage, ne?
Hat sie uns wirklich verraten? Ist sie eine Spionin oder verfolgt sie einfach eigene Pläne? Momentan können wir nur abwarten. Was verbindet sie mit dieser Gang? Einige für beide Seiten profitable Geschäfte und ein bisschen Gewalt. Bis zur Seuche von 2185 hatten wir die Talons nicht mal auf dem Schirm. Ihr kleiner Krieg gegen die anderen Gangs hinterließ ein Vakuum. Das wollte ich nicht. Ihr Anführer Darius nutzte die Situation aus und verschaffte den Talons ein größeres Stück vom Drogenhandel. Rekrutieren wir sie, weil sie gut sind oder weil wir mehr Leute brauchen? Sie sind Kanonenfutter. Wir benutzen sie, weil es hier sonst niemanden gibt. Ja, ich fürchte, das lässt sich nicht... Alle Soldaten wissen, dass sie entbehrlich sind. Korrekt. Die Talons gehören mir bereits, sie wissen es nur noch nicht. Überlassen Sie mir das Reden und... Commander, die Cerberus-Truppen teilen sich. Sieht aus wie ein Angriff auf die Talons. Den Funksprüchen nach liegt Ihr Hauptziel in diesem Gebiet. Vielleicht der Anführer der Talons. Wir müssen uns wohl durch Cerberus kämpfen, um zu ihnen zu kommen. Dann los. Ich bin zwar kein Freund von Leuten, die das Knotenfutter benutzen, aber... wir brauchen einfach die Leute. Wir brauchen sie als Soldaten hier. Sonst schaffen wir das nie. Seltsam. Warum sollten sie Kisten mit rotem Sand einfach so rumliegen lassen? Vielleicht hatten sie etwas Wichtigeres zu tun. Nicht Darius. Den interessiert nur der Profit. Alles andere kann verbrennen. Ja, dann habe ich auch keine so großen Hemmungen, die als Kanonenfutter zu benutzen, wenn ich ehrlich bin. Einer dieser Luftschächte müsste ins Gebiet der Talons führen. Nicht sicher, was ich... Was soll mir der Knopf bringen? Muss ich dazu nicht das hier erst wegkriegen? Und was hat mir den Luftschleusenknopf gebraucht? Ich verstehe es trotzdem nicht. Alles klar. Oh, der Luftschleusenknopf hat das hier aufgemacht. Okay. Das hätte ich jetzt komplett übersehen. Wo kommen wir hier hin? Moment. Geht's hier weiter? Dann will ich zuerst wissen, was dieser Aufzug macht da drüben. Der ist doch da, also. Der hier. Hoppla. Okay. Da komme ich wirklich nur hier hin. Verstehe. Ja, gut, dann. Dann können wir ja loslegen. Auf geht's. Kümmern wir uns um diesen Darius. Hoffentlich hilft er uns auch. Dichtung?
mich zuerst umsehen. Missionsbericht. Wir haben diesen Ort jetzt fast vollständig ausgekundschaftet. Die Überwachungsdrohnen deuten darauf hin, dass das Internierungszentrum in etwa demjenigen entspricht, das wir uns als letztes vorgenommen haben, hatten. Allerdings ist irgendetwas komisch an den Patrouillenmustern, die Anzeige ausspuckt. Ich empfehle eine weitere Beobachtungsrunde, bevor wir versuchen, die Zivilisten rauszuholen. Ja, interessant. Strom ist abgeschaltet. In der Nähe müsste ein Schalter für den Generator sein. Sieht aus, als hätten sie damit die Arrestzentren beobachtet. Hier überhaupt keine Gegner sind, das ist irgendwie seltsam, oder? Ich höre Schüsse. Wir sollten uns beeilen. Dieser Turm ist der Talon-Außenposten, zu dem wir wollen. Sieht aus, als würden die Talons wirklich ihr Bestes geben. Hoffentlich ist das gut genug, dass sie überleben. Das war abzusehen irgendwie. Okay. Cerberus Einheiten? Nee. Den Bereich durchsuchen. Das sind keine Talons. Doch hier irgendwas. Kann ich da wieder was? Ja, da ist wieder einer. Mein Einfluss auf die Systeme der Station ist soeben um 77% gestiegen. Nice. Danke. Okay, hier ist sonst nicht. Hier auch nicht. Okay. Ja, ja, ist gut. Wir haben sie. Jetzt nicht nachlassen, Leute. Rückzug der Talons wurde blockiert. Wir halten nicht mehr lange durch. Egal, jeder muss die Türen aufgeben. Wir haben euch alle umzingelt. Diesmal kommt ihr nicht raus. Ja, das ist gut, Mann. Und trotzdem sind wir noch da und sind die Türen. Sie entkommen Richtung Lagerhaus. Wir brauchen dort sofort ein paar Shuttles. Systemausfall. Shutdown in Kürze. Systemausfall in Kürze. Danke. Kein Ding. Ich kann jetzt die feindlichen Bewegungen in den Sektoren 4 bis 12 überwachen. Ausgezeichnet. Puh.
Bis jetzt sieht's doch ganz gut aus für die Talons, oder? Ich dachte schon, wir kommen zu spät, aber wir können helfen. Dachte, ich sehe es nicht. Verdammt. Ich sollte ihn eigentlich erwischt haben. Ja. Yeah. Mit Arya im Team. Kein Problem. Wir brennen dadurch. Hier noch einen Gegner? Nee, sieht nicht so aus. Kann ich dann auch Medigel mitnehmen? Also, ja. Sie dürfen nicht durchkommen. Haben wir schon alle? Ja, das ist ein Generator, okay. Oh, was ist hier? Ah, mehr Medgill. Danke. Keine Ursache. Ich mach das ja auch nicht. Aus nächsten Liebe. Danke. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Letzte Chance, Talons. Antwortet, oder? Hallo. Was zur... Zurück! Das glaube ich nicht. Kümmern Sie sich um die Verwundeten und bergen Sie, was geht. Wir müssen schnell hier weg. Ihr habt den Boss gehört. Bewegung! Wir haben den Anführer der Talons gefunden. Na sowas. Nyrene. Du steckst voller Überraschungen. Arya, die Täuschung war notwendig. Ich musste rausfinden, wie deine Pläne aussehen. Die Leute auf Omega brauchen uns. Ich konnte nicht riskieren, unsere Operation zu gefährden. Nicht gerade das Standardvorgehen einer Straßengang. Als Cerberus einfiel, waren die Talons ein Chaos. Ich brachte einen neuen Kurs. Seitdem jagt uns der General. Im Moment greift er einen unserer Außenposten an. Und da muss ich jetzt hin. Wir sind hier fertig, Boss. Okay. Arya, Commander Shepard, was immer Sie hier wollen, die Antwort lautet nein. Sie finden sicher alleine von hier weg. Wir sind hier, um zu helfen. Wir reden an Ihrem Außenposten darüber. Ein großzügiges Angebot. Arya, spricht der Commander auch für dich? Ich hätte es anders formuliert, aber im Grunde stimmt es. Also gut. Dann folgen Sie mir. Deine Biotik hat sich seit unserem letzten Treffen verbessert.
Dir sind die biotischen Granaten aufgefallen? Du hast Explosionen immer schon gemocht, bei jeder Gelegenheit. Ich mag auch das Design, wie es dich so von den männlichen Turianern etwas abhebt. Mag ich. Schade, dass es erst so spät eigentlich implementiert wurde, aber egal. Bolwerk Maxima an Marsch! Bolwerk? Ach so. Ah, da ist noch einer. Ah, keine Zeit, okay. Oh oh. Sie haben einen Atlas zurückgelassen, um ihren Rüstung zu decken. Sie ist leider nicht gut. Bada boom. Den hätte ich mir vielleicht vorher holen sollen. Effektiv mitnehmen. Schade. Mal sehen, vielleicht kommt ja irgendwas, wo ich ihn gerade gebrauchen kann. Aber wahrscheinlich war er für den Atlaskampf gedacht. Boah. Raketenwerfer drauf schießen. Hier entlang. Und die uns einfach den Strom abgedreht, diese Bastarde. Okay, mal sehen. Nee. Da? Nee. Da. Und jetzt? Alles klar. Hört sich nicht gut an. Hoffentlich haben Sie keine Höhenangst. Ich persönlich ja schon, aber Shepard glaube ich, nach all dem, was er erlebt hat, nicht mehr. Ziel Alpha in Sicht!
Hat funktioniert. Was ist, wo sind noch Gegner? Da. Ich mag die Black Widow, die ist so unbezahlbar. Okay, das hat sich jetzt so angehört, als wäre hier irgendwo einer. Aber anscheinend nicht, okay. Ist doch irgendwas. Aber ich kann auf die Seite nicht, ne? Nee. Ja, aber da ist doch unter Garantie irgendwas. Ich sehe sie. Sie sind da unten. Aber hier oben sind auch noch welche, Soldat. Vorsicht! Ha. Wurde so oft manipuliert, dass ich kaum noch rauf und runter unterscheiden kann. Nyrene an Basis. Brauche Techniker am Eingang zum Steg. Die Tür klemmt wieder. Das kann eine Weile dauern. Ja, Stellungen halten bin ich ja schon gewohnt. Das war ja einfach zu beheben. Zwei Atlas-Einheiten, ernsthaft? Wo sind wir hin? Die Tür ist offen, gehen wir! Verstehe, das sollte eigentlich gar nicht runterkommen. Ich muss zu meinen Leuten. Boss? Schön, Sie zu sehen, Boss. Puh. Wir evakuieren diesen Ort so bald wie möglich. Mischen Sie sich nicht in die Arbeit meiner Leute ein. Neue Info. Die Zivilisten, die wir evakuieren konnten, sind sicher in dem anderen Außenposten angekommen. Außerdem, Routinechecks ergaben nichts Neues in Sachen Adjutantenpräsenz. Adjutanten? Von Cerberus erschaffene Kreaturen. Sie löschen die DNA ihrer Opfer und verwandeln sie in neue Adjutanten. Eine Art Waffe auf Reaper-Basis. Ich habe sie schon bekämpft. Ein Albtraum. Als du weg warst, verlor Cerberus die Kontrolle. Die Dinger haben die Gangs vernichtet und dann absolut jeden angegriffen. Hätte Cerberus das nicht eindämmen können, wäre
wäre mittlerweile die ganze Station infiziert. Ihre Leute dabei am Leben zu halten, war bestimmt nicht einfach. Freunde von mir wurden zu Monstern. Ich musste sie töten. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss einen Außenposten verteidigen. Die Adjutanten haben ihr ziemlich zugesetzt. Kann ich aber verstehen. Die klingen echt grauenhaft. Hey, Commander. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Ja, ist das einer von denen, die wir geheilt haben? Kundschafterteam E von Bosses 2. Es heißt, Arya habe den angeführt und sei jetzt mit an Bord. Der Boss ist unterwegs, um der Sache auf den Grund zu gehen. Versucht euch uns aus allem Ärger rauszuhalten, solange sie weg ist, und lasst euch nicht erwischen. Unsere Truppen sind im Moment gebunden, also haben wir nur begrenzte Rettungsoptionen. Ja, ist verständlich. Okay. Spannend. Also sie ist Boss der Talons. Das ist zum Beispiel ein Fakt, den wusste ich aus dem DLC nicht mehr. Boah, ist auch schon lange her, dass ich das gespielt habe. Na gut, Leute. Ich werde hier aufhören. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das ist gerade voll spannend, also perfekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.